Hello, everybody. My name is Gerrit Reininghaus, and this is a session of Makeup Moments, a game I wrote for the magazine Gauntlet Codex Glamour 2, which you can find on DriveThruRPG, for example, and I'm sure on other sources as well. And this game was organized as part of the It's Full of Online Labs convention, where we play live action online games together, and this is one of them. This is a solo session, so you won't see any other players, just me. And I will play the actual play of this game in German, because that's my first language. And it feels just more natural if I talk to myself, which is the idea of the game, that I speak in the language which is natural to me and not English. However, I will do the setup and the explanation about what I'm doing in English, so it has a broader audience. And well, maybe you also have fun listening to my German, even if you don't understand the German, while I put makeup on, because that is part of the game. You actually do makeup on your face, and it's a game about mutual enthusiasm and excitement about doing so, and it shall be encouraging. Yeah, but let's have a look at the game itself, at the text, and I will share my screen for that. And then we enter the game step by step. So first of all, this is the amazing cover by Cecilia Ferri. Makeup Moments, a game of putting on makeup together online. So a live action online game means that when we enter the game, the actual play of the game, then we are 100% in character. So we 100% immerse into the bodies of our characters, and we can be any other person we want to be. We do a character creation in a few minutes, and we can move over. After the game, we leave together these characters behind and are ourselves again. So this game has a solo option, and today we will see that solo option. Otherwise, it's a game which pretends that people sit together in one room. And there are other recordings of this game which you can watch on my YouTube channel, where you can see how this is done. Also how the characters are interwoven a little bit and so on. This is all not necessary in solo play, obviously. There's usually a side chat for safety concerns. We usually also at the beginning of the game discuss lines and veils. I have my own in mind. Lines and veils means that we exclude content completely or fade to black, so to say, before we actually enter the content. And this could be something like homophobia, racism, explicit description of torture or body modifications, whatever you personally don't need in a game, which shall be a good experience overall. Though type 2 fun is a thing, which means that for sure you can have joy in watching horror movies and stuff like that, but it needs to be explicit to all players at the beginning of the game what kind of game you want to play, and that everybody knows that they can overall feel comfortable. Anyway, in the game, you usually have the side chat to make people aware of that there's something going on which you don't want, and their doors always open. Same goes also for me while playing solo. If I don't enjoy being on camera anymore or putting makeup on or whatever is going on, or my family needs me, then I will just leave the game behind, because no game is more important than the people playing it. That is called the open door policy, and it goes for solo play for sure as well. Although you will make an effort to do great makeup, this is not about perfection, and nobody will judge you on your skills. This game is about celebrating each other for your ideas and who you are. I'm excited to see how it works in solo modus, because there's nobody encouraging me. So with all my self-doubts, I'm left alone, and I need to get over this by exciting myself and pushing myself over that barrier, which is natural to many of us. Let's move over to the setup. So I'm here in this solo game, alone at home,
and do makeups on. The camera is my mirror and I use it to put makeup on. The camera is not perfect because the quality is not the same like a mirror, but it's good enough. The makeup will also be at best good enough because I'm actually not an expert in putting makeup on, which you will see in, soon enough. But that doesn't matter. That's not the idea of the game. This is not a beauty contest YouTube channel where it's about perfect makeup or about showing how it's really well done. This is about self-admiration and self-expression. So there is a table for a random table, and I don't have a die next to me, and I will get one in a second. And then have a look at what kind of event I'm waiting, can't wait for to go to. So let's stop the screen sharing for a moment and get a die. And here it is. Okay, let's see. So to which kind of event will I go? That's the first question on the list. And I roll a three, which is theater. Yeah, going to theater, that sounds good to me, which means I would be an actor. So if I don't like the result, I could consider changing it. And well, actually theater is good, but I had already a game in which we went to theater together and it was nice, but I haven't seen something like a TV show yet. So I could also consider just changing that and now being on a TV show. I'm also interested how band gig would go. I'm not a musician. I have been on stages a few times in my life, also for kind of performances, but I'm actually interested how the life of a solo musician looks like, somebody who goes alone on stage. And so I think I would change it, because I can, to a band gig. I should maybe also share my screen again so you can see the table yourself. There we are. So I moved over to band gig. I think I want to go on stage. So it's not too far from theater, but it's not about a play, but it's about my skills as a musician as well, which might also be a sort of tension. We don't need relationship because I'm by myself here on stage, but we need to take a look for makeup style. And I roll my die there and I get a 5, and that is shocking. I'm a solo artist and I go on stage to shock people with what I do, and why not? I can imagine that, yes. That sounds reasonable, yes, yeah. Because maybe I'm just too shy to try something elegant, and I have seen extravaganza on stage already, but it's again something I'm afraid to compete for, and so shocking might actually be the kind of music also I make. Let's see, maybe I'm one of those industrial artists. Finally, there's tension, and that's the kind of situation I'm emotionally in at the beginning, and I get breakthrough. 2. Breakthrough, that sounds good, yeah. So this might be my chance to excite a very different kind of audience. It could be that there's a main act and I'm just the performer before. So when the lights are still on, possibly, and there are still many, many people, but it's my chance to impress them and to make an impression. And maybe in a few years, I will be on main stage. Something like this could be the case. Yes, I like that. All right, yeah, I do industrial music. I go on stage and Nine Inch Nails is playing after me. And this is my chance to impress them. My record company gives me this one opportunity. That all makes sense. Yes, yeah. Um,
Now we move over to character creation. And for character creation, I can show you that there's also an online template which you can use. It's this one. You find it on the Gauntlet Play Aids folder. As a template, just make a copy. And it helps you to set up the game. So for example, in our case, I would, so this is still the template, and I need to make a copy. Make a copy. I should not save this here, but it should go to my group. And I rename the file. This is solo. I'll later find a better name for it. Depends on how it goes. Still loading. As you can see, there are two options. There's the party edition. The game was written for 1 to 3 players. And for more people, the relationship setup is not making that much sense, because if you have 5 siblings, that is still a possibility, but it's more difficult to arrange. And so I have edited for the party edition. So more than 3 people, I've edited the table slightly on the relationship scale. So we had a band gig, and I go for shocking, and it's a breakthrough. Let's move over to character creation. So my player name, and well, that is something I don't need to write in solo play in a template. This is just to show you how it would also work when we play together with several people. My pronouns are he, him. And my character name, that is something where the game suggests that you, as a first inspiration for what kind of makeup you possibly want to put on, maybe just to have something easy to remember, maybe because you don't like to come up with character names out of nothing. The idea here is that you go to a Wikipedia page which has a compact list of all kinds of colors. And this is how it looks like. And there I browse until I reach a color, maximum red. And yeah, and there I am already. Maximum red. That sounds good. And my name is Maximum. So there we go. So my name is Maximum Red in this game. And I'm also he, him today. So you can play any gender. And my nickname could be something like Max or Red or Maxi or something completely different. First I go with Red, and later I might change it again. So we already came up with a few ideas. So I'm an industrial musician. But maybe I know a little bit more about myself. I think I'd like to be I think I'm a gardener at a public area in my real life, because obviously I can't make a living out of my music yet. What impresses others most about you when at an event like the one you're going to? Well, I think that's the pure energy
I bring on stage to the stage. But that is not concrete enough. I need to make this more more clear. All right. So I think it's the constant head banging. Yeah. That will be it. What you are most afraid of? What are you most afraid of what could go wrong at the event? That is, sure, that my tools don't work. But in this case, especially, I'm afraid of a beer shower. And dudes question my gender identity. Questioning cool people, you know what I mean? My artistry. This is the stuff I'm afraid of. Who among the others means more to you? In which sense? There are no others, but for sure there is somebody in the audience, and I would interpret it in this direction. So there's Janine, and she will be there, and she's a motorbike gang member and an industrial artist from Amsterdam. And she's currently in town. And we have done vacations already together in a bigger group, maybe a festival or something. And I'm still very fond of her. So moving back to the game description. So this is what we have. There's also the question, what does putting on makeup mean to you? So after a couple of more playtests, after playing this game several times, I figured out that I actually prefer this question to be only asked to the players after the game and not asking it to the characters, because it is questioning too much. But your taste might differ and you might just test out what feels good to you if this question comes at the right moment. So the game works that as soon as I'm in character, there's exactly 40 minutes maximum to play. But whenever I'm done, and it might be earlier because there's not so much talking going on when I'm alone with myself. I don't have to admire what others are doing. Usually when I play this game, I also like to just take a break and watch what others are currently doing and comment on it and stuff like this. So it might be over quicker than that. Then I will something say, oh, I'm nearly done, or let's get our beautiful selves out here, something like this. And then I will go out. So I will lock the camera on myself. And that is something when you record the game, it's very important that some services record exactly what the person recording is showing. Other services have an AI behind them, which is moving from speaker to speaker. And some have that as an option. But I'm using Zoom at the moment, and Zoom, unfortunately, is just recording what the person recording is focusing on. And yeah, that is not optimal, because in this game, I need to focus on myself because I use the camera as a mirror. But in the recording, for sure, I want to see equal parts of everybody. So good old Hangouts classic,
was doing a much better job at that. But they have removed recording as a feature. The game rules give you a couple of prompts, and that is a help when you don't know what else to do anymore. This is also included in the spreadsheet, which we have seen. So as this is a live action online game, you can't just, like in tabletop RPGs, describe what is happening or what is going on. You can't ask. There's also no game master or the like, which has like the right to introduce stuff all the time. But here you introduce stuff and by saying this in character. And so I might come up with new people I also think could be at the event, and then they will be there, and I will establish facts about my past. So this is all possible. There's also the emotional journey. Putting makeup on can be transformative, on a broader scale, but also like individually, like you move from one person to another. The one with makeup on, your environment will treat you differently with your makeup on. It has an impact on how you look. Like, to give you an example, this person is definitely somebody else talking to you. I'm not sure if you can see that at the moment because I'm sharing my screen, but I can also stop sharing my screen, and then maybe you have talked to this person the whole time. Well, I already look different. Am I done already? Is my makeup done? No, it's not. So I'm sharing my screen again. So there we are. So at the beginning, you might feel that this is an intimate moment when you start changing yourself, the first bits, and then it turns into excitement. Then the roller coaster goes back and you end up in a moment where you're scared what you're doing. Then there comes a point where you feel sexy. Then you look at the others and might feel jealous at their skills, at what they have achieved already. Maybe you then get positive feedback and feel powerful. You think, I can do it. And shortly before you have to leave, suddenly there's the moment of feeling inadequate. Like, oh wait, this can't be it. But in the end, when you enter the crowd and there are cheers and everybody says, wow, who are you tonight? That's the moment you might feel proud of what you have achieved. So something like this could be your personal emotional journey. It can look completely different, but it's what we are aiming for. So whenever in the process you don't know how to feel as a character, this is something you could look at. And finally, for sure, when you do makeup on and you're all specialists, you also talk makeup. And if you have no clue about makeup, then just make things up. Everybody will just agree to you because we are all specialists. It can't be wrong. It can't be nonsense. So make compliments about others' efforts. Ask others for their opinion. Give yourself a kiss through the camera. This is something I can do also in solo play. And celebrate the tools you're using. This is just this one perfect eyeliner which you recently found in this one shop, and you can recommend it to everybody and so on and so forth. And then after play, you could take a selfie and use the hashtag MakeupMoments log and put it on social media if you are courageous enough. And if you can afford, given that unfortunately for many people and in many circumstances, it is not acceptable to expose yourself in that way. And that is something we also remember. The debrief of this game is a lot about digesting what we have experienced, but also like what we have experienced in our lives about makeup. I don't think I will talk a lot at the end of the game. Let's see. But I can assure you that these moments, which we often haven't recorded because they are so intimate, are very special to me. And one of the reasons why I like to play this game again and again, putting makeup on means very different things to people. And for some, it's
a source of oppression. For others, it's a tool they are supposed to use, and it's efficient, but it's not something they do for themselves. Then there are those who do it for self-expression and to liberate themselves from societal norms and expectations. And then there are others who just want to hide how they really feel, and makeup allows them to do that. So these are just a few of the categories and reasons why people put makeup on, and often it's a wild mixture of all of this. Same goes for me, by the way. So the preparation part is over, and we could now start getting into character. For that, I will shortly put off my camera, and when I put it on again, I will be in character. I will be Maximum Red, the industrial musician who is today playing just before Nine Inch Nails enters the stage. This is a big stadium. It is my chance. Janine is there, traveling from Amsterdam to see Nine Inch Nails, possibly. But she knows me, and she surely is proud of me that I'm there now. So let's see how it goes. I will possibly explain that all again to myself when looking at the mirror. See you after the break. Dum 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 dum. Whoa! The moment has come. Incredible, I'm there. Nine Inch Nails are waiting for me. Whoa, I need a lot of water to drink. Okay, ich muss eigentlich nicht Englisch reden, weil noch ist ja niemand da. Und wir werden zwar heute im Olympiastadion jede Menge internationale Gäste haben. Cheer to yourself. Aber eigentlich muss ich mir um nichts Sorgen machen. Und ich muss jetzt nicht Englisch reden. Okay, ich kann jetzt einfach noch ich sein, ja? Ich weiß noch für eine kleine Sekunde. Okay. Red. Du wirst heute Abend eine mega Performance abziehen und du wirst zeigen, was der deutsche Industrial im Jahr 2020 noch auf die Bühne bringen kann. Besonders wirst du es Amsterdam zeigen. Da bin ich überzeugt von. Aber was machen wir denn jetzt eigentlich? Okay. Also. Okay, Gerald. Maximum. Red. Das ist erstmal. Habe ich den mir irgendwo. Ah, ja, geil. Ja, das hat letztes Mal schon gut funktioniert. Das ist so ein Concealer. Hochdeckend und Glow-Effekt. Also ich bin überzeugt davon, dass... Gut, oh Gott, jetzt sind meine Haare noch im Weg. Heute Nacht werde ich die noch ganz schön durchschütteln. Aber bis dahin muss ich erstmal diesen ganzen scheiß Pickel hier wegkriegen. Oh. Mein Gott. Hoffentlich hört das irgendwann auf. Ich dachte, man hat gesagt, das ist nur für Teenager. Okay. Okay, okay. Okay. Nine Inch Nails. Also eigentlich finde ich hier ganz schön lahm. Also nicht alles. Klar, also Trent Reznor macht geile Sachen. Aber viele von den Nine Inch Nails Stücken, also ehrlich gesagt, sind ganz schön Mainstream. Ja, und gehen halt auf so ein Publikum ein, was irgendwie so abrocken will. Also eben dieses Stadionzeugs und so. Ich weiß nicht. Das wäre nicht meins. Zeugs zum Mitgrölen und so. Das ist... Muss nicht sein. Boah, ich muss die Haare wegmachen. Okay. Warum gehe ich eigentlich den Abend vor meinem größten Auftritt feiern? Das war echt nicht nötig.
Aber es war gut gestern Nacht. Also ich meine, ich liebe diese Art von Musik, die da gestern war. Agent Sidegrinder, die sind einfach Hammer, sag ich dir. Ah, Gott, mein. Erstmal die Augen. Ich weiß auch nicht, ich muss immer erst auf die Augen gehen, weil wenn ich mit denen noch nichts gemacht habe, dann fühle ich mich immer noch wie aus dem Bett gefallen. Muss immer wieder anspitzen. Genau, und Agent Sidegrinder, ja. Also die haben einfach eine Energie auf der Bühne, da kann ich mir echt manchmal eine Scheibe von abschneiden. Also jedenfalls der eine Typ. Wie viele Leute waren da? 50 oder sowas? Und heute Abend sind 10.000 da. Das ist so krass. 10.000 Leute! Okay, die werden alle nur mit. Nochmal, ich gehe nochmal auf Toilette. Das ist nur die Vorband. Wer ist das? Was auch immer, Leute. Ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Ich lasse mich nicht aus der Ruhe. Ja, ich habe leider keinen Eyeliner, aber. Das ist ja schade. Aber das kommt davon, wenn man immer schläft den ganzen Tag und nur die Nacht unterwegs ist. Okay, wir müssen ein bisschen, wir wollen Shocking haben. Und wir wollen auf einer Bühne erkannt werden noch. Also wir können jetzt nicht irgendwie so diffiziles, feines Zeugs machen oder sowas. Wir sind auch keine Throbbing Gristle, die irgendwie alleine schon durch ihre Präsenz, die können sich auch ein Blümchenkleid auf die Bühne stellen, ja? Und rocken den Laden. Blümchenkleid. Also, ich fände es jetzt nicht schlecht. Guter Nagellack, guter Lippenstift. Jetzt müssen wir erstmal, ich glaube, wir gehen heute full in, full in. Gott, ich höre mich an wie so ein Online-Casino. Jetzt weiß jeder, ich bin aufgeregt. Ah! Irgendwann habe ich vielleicht einen Manager oder eine Managerin und die wird mir dann Tipps geben oder mir über die Schulter schauen, wenn ich hier so stehe und mich fertig mache. Aber letztens habe ich so ein Make-up-Tipp-Video gesehen, wie man sich so die Wangenknochen so richtig macht. Das sollte ich mir eigentlich nochmal angucken. Das war ziemlich geil gemacht. Das war so eine Drag Queen, die wusste echt, was sie tat. Also es sieht dann einfach krass aus am Ende, klar. Aber ich meine, soll ja auch. Und es hat funktioniert, ja. Es waren einfach, die hat diese krassen Linien so, tschick, 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 tschick. Und die dann halt wieder komplett verwischt. Ich habe ja Angst, dass das einfach bleibt, dass ich danach aus. Ja, gut. Hey, warum nicht? Vielleicht ist das eigentlich genau die Idee. Vielleicht sollte ich einfach mich so Kraftwerk-Style machen. So eine Kraftwerk-Referenz ist ja gar nicht schlecht eigentlich. Das kennt jeder. Die haben ihren Kultstatus nicht verloren. Und weiß nicht. Und musikalisch? So zickzack auf ein bisschen distorted. Kann man auch zickzack, glaube ich, auch ganz coole Tracks machen. Gott, ich glaube, das dauert mir zu lange so. Und das jetzt mit dem Finger. Der Mensch ist Mensch, nur wo er Krach macht oder so ähnlich. Wenn mich meine Eltern so sehen könnten, ne? Die weigern sich ja komplett, irgendwas, die würden nie, also ich meine, selbst wenn ich vom Bundeskanzleramt oder beim Zapfenstreich oder sowas spielen würde, die würden nicht kommen. Die schämen sich immer noch total für mich.
Das ist echt schade. Aber ist so. Also ich meine, was soll ich tun? Ich kann, ich bin ich. Und meine Eltern sind meine Eltern. Mein Finger. Oh Gott. Almighty. Also, ich glaube, so langsam, boah, glänzt meine Nase. Bitte nicht. Vor auf der Bühne ist es so kackegal. So, ja. Ist doch ziemlich ungleichmäßig. Ja, Mann, ey. Wenn ich und dieses Ausgehen gestern, klar, jetzt bin ich müde, aber wenn ich nicht ständig ausgehen würde, dann hätte ich auch nicht diesen Deal gemacht, ja? Ich meine, dann wäre ich nicht bei Aufnahmewiedergabe gelandet und die hätten es nicht eingetütet mit Nine Inch Nails. Es ist einfach... Christian und Philipp machen einfach gute Arbeit. Aber die trifft man halt immer nur nachts. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal die Sonne gesehen haben. Wissen sie selber wahrscheinlich auch nicht. Okay. Ja, das mit dem Bart kann man halt nicht anders machen. Ich könnte mir den ja mal abmachen, aber ja, ich weiß nicht. Guck mal hier, ich glaube für die Augen und brauchen wir jetzt ein bisschen was Dunkleres. Auch so Metallic, ich finde dieses Metallic einfach schon ziemlich gut. Aber es muss halt ja. Also ein bisschen Bergheim-Chick kann man auch machen, wa? Ja, geil. Irgendwie passieren die Dinge einfach so, wie ich sie will. Und da habe ich echt keine Ahnung, was ich mache. Es geht für meine Musik ja genauso. Ich meine, ich höre das Zeugs, ich weiß, wie man Industrial macht, aber das ist ja nicht die Kunst. Irgendwas nachmachen, das kann ja jeder. Aber was ich versuche, ist eben einen Schritt weiter zu gehen und zu gucken, was danach kommt, was dahinter kommt. Und das ist nicht so trivial. Dafür macht es halt zum Beispiel Sinn, wenn man viel liest, wenn man noch andere Interessen hat, wenn man keine Angst hat, sich auch mal lächerlich zu machen. Okay. Zeit, Wimperntusche drauf zu tun. Oh Gott, die ist so alt. Aber die geht noch. Die geht noch. Oh. Bitte lass die Kontaktlinsen jetzt nicht hier rauskommen. Ja. Das wird mir jetzt echt unangenehm. Okay. Was machen wir denn mit den Lippen? So. Wow. Naja. Naja. Aber jetzt haben wir noch, was ist denn das eigentlich? Das hat so einen Glitzerscharme.
Ich glaube, da machen wir jetzt so Linien hier. Oh Mann, das ist echt noch was. Auf beiden Seiten. Oh, es klappt nie mit der Symmetrie. Aber ist egal. Oh, es geht ja einigermaßen. Okay, ist gar nicht schlecht geworden. Ah, zu wenig. Das war die eine Seite. Noch die andere Seite. Bis zum Ohr. Das hat was von der Spinne, finde ich. Wenn mich jemand fragt, warum ich das gemacht habe, kann ich nur sagen, ist passiert. Ah, das hier unten ist nicht so richtig geworden, ne? Wenn ich das jetzt wegwische, sieht es auch nicht so aus. Ich mache es einfach dicker. Jo. Brauchen wir das auch über den Augen? Ich glaube ja. Aber vielleicht nur eine Linie und dann darüber kommt irgendwie so eine Wunde oder sowas. Ich mag diese scharfen Kanten. Ja, doch. Doch, doch. Das ist schon ziemlich schräg. Okay. Wir müssen das jetzt ausgleichen. Nehmen wir das. Nehmen wir da so eine Spitze machen. Wir sind einfach kreativ. Wo? Passt. Passt, sagen wir. Passt. Oh, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch so ganz krasse andere Farben, die so einfach nur so, das ist eigentlich Karnevalsschminke, ist total geil. Die ist auch entsprechend ziemlich drastisches Blau und so, also ist eher Clown. Aber die haben ja auch einfach Schwarz. Und das Schwarz, das kriegen wir doch noch irgendwie eingebaut hier. Die Wimpern brauchen das. So. So. Einmal quer rüber. Genau, die Wimpern, die gehen nach unten. Das ist dann wie so eine Eule. Und dann Monobrau. Ja, Monobrau ist auch geil. Monobrau. Da gab es mal diese eine Künstlerin, in die war ich auch ein bisschen verliebt. Hier in Berlin. Diese Monobrau, die hat die echt perfektioniert. Oh. Lange ist es her. 2 Jahre, 3 Jahre. Und seitdem ist viel passiert. Und seitdem ist viel passiert. Ich frage mich ja immer, was man mit der Nase machen kann. Aber
Wir wollen nicht uns aufhalten lassen. Wir haben noch einen Mund zu machen. Wir haben noch einen Mund zu machen. Wir haben jetzt ziemlich geile Rutschen. Der eine ist mir aber zu deckend und der andere ist knallig. Okay. Ach, meine Lippen, die können immer noch extra Zentimeter tragen. Und auch die Ja. Das ist immer noch mein Lieblingsstück. Darf man von sich, von seinen eigenen Stücken Lieblingsstücke eigentlich haben? Weiß ich gar nicht. Da redet man nicht drüber, glaube ich. Aber haben spricht ja nichts dagegen. Was haben wir denn hier noch? Ah, das ist nochmal so ein Stift. Krass, der ist ja sogar von Alverde. Ein Lipgloss. Aber wer hat denn gesagt, dass man Lipgloss immer nur für die Lippen benutzen muss? Also, ich glaube ja, wir brauchen mehr Farbe. Wir brauchen mehr Farbe. Ich will diese Farbe jetzt mal ausprobieren hier. Oh yeah, die ist eigentlich gut, ja. Das ist eigentlich für die Fläche hier um die Augen, ist das gut? Ist eigentlich ein Lippenstift? Das heißt, der wird auch nicht halten, aber weißt du, das ist eine, ich bin da, für eine halbe Stunde bin ich da auf der Bühne. Danach werde ich wie ein Schwein zusammenbrechen und echt einfach nur feiern. Und wenn Janine da ist, oh Mann, Janine, ey, ich hoffe, die hat meine E-Mail bekommen. Guck mal hier, das muss noch ein bisschen hier hoch, ne? So. Genau, und dann kommt die zu mir in Backstage, krass. Ey, werde ich... Ich glaube, die werden mich separieren irgendwie. Die werden, ich weiß nicht, ob die Vorband erlauben, dort reinzulassen. Ich befürchte echt nein. Das wäre so geil. Wenn ich Janine den Schnells vorstelle. Und dann, danach, können wir nochmal darüber reden, wie das damals war und warum eigentlich sie mich hat sitzen lassen. Nach dem Auftritt in Amsterdam. Ich meine, da hätte sie ja auch offensichtlich warten können und irgendwie so eine kleine, einfach kurz eine WhatsApp zu schicken und zu sagen, ja, ich war müde und musste dann mal ins Bett. Ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Das war irgendwie ein bisschen schade. Aber es muss diesmal anders laufen. Geschichte wiederholt sich nicht. Oder doch? Nur wenn du es zulässt und nicht bereit bist, aus der Geschichte zu lernen. Das wäre eigentlich auch ein geiler Sample. Oh, es ist so schade, dass ich nicht meine eigene Videoinstallation mitbringen durfte in dieses Stadion. Aber klar, es kostet ja irgendwie 5.000 Euro oder was auch immer pro Stunde irgendwie diese Monitore laufen zu lassen, die das ganze Stadion erfüllen. Irgendwann ist das vielleicht auch dann der Moment. Wow. Okay. Und jetzt
Und jetzt, wir können nicht, also es sieht ja aus wie eine Werbefläche, wir müssen da auch noch was tun. Aber ich habe hier dieses Silberding, aber ich habe das schon so oft probiert mit diesem Silberding. Das will einfach nicht, das macht nicht Silber. Also vielleicht so ein bisschen, aber auf jeden Fall können wir es in den Bart. Sehe ich zwar aus, als wenn ich 50 bin. Aber vielleicht auch nicht schlecht. Okay. Also, das hatten wir, das war dieser, das ist der rote, der auch auf den Lippen ist. Und das ist der, der dazwischen ist. Wenn ich jetzt das rote nochmal sich wiederholen lasse, das hätte eigentlich auch was. Boah, das mache ich eigentlich, soll ich jetzt doch über die Nase drüber gehen? Nee. Also, okay, wir probieren das jetzt. Wir sind mutig. Wir sind heute mutig. Wir machen einen. Ja, das kann man gerade mal so als Unterlage nehmen. Ne? Das geht nicht auf irgendwas anderes. Nee, das machen wir nicht. Nein. Aber wir haben noch andere Ideen. Wir können das. Hier noch das Gold, wir haben hier noch das Lila. Ja, das machen wir noch. Boah, lass es bloß so. So. Was ist denn das da? Ja, genau. Und jetzt muss da was rein. Aber sowas von. Ich habe auch schon mal überlegt, ob man irgendwie was mit einem Schmuck macht. Man so rummacht. Aber wenn das, ey, das muss halt halten. Wie soll das halten? Man müsste so Haarklammern oder sowas haben, die man dazwischen macht. Aber wenn ich headbange, ey, das geht sofort runter. Aber es wäre ein Versuch. Das wäre echt ein Versuch. Ich guck mal, ob das hält. Aber nee, erstmal fülle ich das noch. Erstmal füllen wir das. Weil das muss sowieso passieren. Das ist, also da kommen wir ja gar nicht drum herum. Oh, was habe ich jetzt getan? Ah! Nein. Das muss nicht sein. So. Ach Gott. Ja. Genau. Ich wäre so gern wie du. Dann wäre ich hier im Nu. Das war dieser Lipgloss, der so ein bisschen dezenter ist. Nee, dann nehmen wir einfach wieder den Lippenstift, das ist viel einfacher. Nein, nicht den Knaller. Doch, den Knaller. Aber der muss auch wirklich so knallen. Und das ist der Punkt, den müssen wir erstmal hinkriegen. Wie soll dieser Lippenstift jetzt da oben knallen?
ist natürlich auch dieses ganze Abdeckgedöns, was da so reingeht, oder? Das finde ich gut. Das gefällt mir. Sehr schön. Oh, wir haben, wenn ich jetzt das noch hier ergänze, oder das da oben alleine stehen lasse. Nee, es ist wie so ein drittes Auge jetzt. Also ein bisschen Eyeliner muss hier mehr sein. Das ist ja viel zu wenig. Kein Eyeliner haben. So. Genau. Hier auch. Mehr, mehr, mehr. Mehr, 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 mehr. Gut. So, jetzt probieren wir das mit dem Auge. Jetzt probieren wir das. Ich hole diese Haarklammern. So. Okay. Jetzt können wir die Haare wieder aufmachen. Gott, fällt das Ding bestimmt wieder ab. Ja, macht aber nichts. Dieses Haargummi. Oh, ich muss echt bessere Haargummis kaufen. Ga, ga, ga. So, ein bisschen weiter nach oben wieder. Jum, 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 jum. Jum 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 So wird's sein. Geil. Yeah. See you on the other side. Nein, nicht schnell. Wir kommen. So, ich habe Selfies gemacht und mal die werde ich posten. Und ich bin nicht mehr Maximum Red. Ich gehe leider nicht auf die Stage mit. Nein, schnell. Vielleicht bin ich auch froh drum, dass ich das nicht tue. Ich hatte viel Spaß auch in dieser Solo-Session. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich eine sehr, sehr gute Zeit hatte, die ganz auf mich selbst fokussiert war und dass ich durch die Ausrede, in diesem Charakter zu sein, die Chance hatte, etwas zu tun, was eigentlich total unsinnig ist. Ich bin zu Hause, es ist Corona-Krise, Social Distancing. Wir sind im kompletten Abschluss von dem Rest der Welt und vermeiden jeglichen sozialen Kontakt. Und das ist auch gut so. Aber dafür macht es keinen Sinn, sich fertig zu machen, um zwischen Menschen zu gehen. Aber eine Aufnahme zu machen wie diese ist ebenfalls ein Teil des Spiels. Klar, man kann das auch ohne Aufzeichnen machen, aber für mich ist Aufzeichnen immer noch mal eine Gelegenheit, was festzuhalten, was passiert ist, etwas, was diejenigen, die es interessiert, aus welchen Gründen auch immer, die Möglichkeit haben, sich damit zu befassen und vielleicht ein bisschen Inspiration mitzunehmen. Da hat das auch was, was Missionarisches, was ich mit Aufzeichnen tue, klar. Es hat aber irgendwie auch etwas einfach teilen mit Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben wie ich, die einfach Lust haben, Dinge so auszuprobieren und dafür auch vielleicht Geschlechternormen zu sprengen für sich oder sich dorthin zu bewegen, wohin sie eigentlich sich mehr zu Hause fühlen, ist das, was sie vorgeschrieben bekommen haben. Und genau, und der dritte Punkt ist, es gibt einfach natürlich auch einen ganz starken, ausgeprägten Hang zum Narzissmus in unserer Gesellschaft und der ist unterschiedlich ausgeprägt und der ist unterschiedlich gesund und ich habe den Eindruck, hier betreibe ich eine eher etwas gesündere Form damit, weil ich etwas für mich tue.
Und ja, ich zeichne das auf, ich bringe das raus, aber es ist nur ein Teil der Erfahrung. Und auch der Rest der Erfahrung ist für mich so designt, dass er gut tun soll und nicht mich zwingt, etwas zu tun, was gegen meine Natur ist. Und ich finde, dieses Outfit ist Teil meiner Natur und ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart und wer auch immer das sieht oder sich anguckt oder sich da irgendwie damit befasst oder so. Ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Man sieht sich auf diesem Kanal oder sonst wo.